Genau. Also viele Kreative wissen nicht, dass Follower Follower sind und Kunden Kunden. Ja, also ich telefoniere mit Leuten, die sagen, ich habe 170 oder 200.000 Abonnenten, aber keinen Kunden. Wie kann das sein? Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und in diesem Video geht es um das Thema, was sind die größten Hürden und Probleme bei Filmemachern, kreativen Fotografen. Und dazu, zu diesem Thema, habe ich den Yannick am Start. Und Yannick, erzähl vielleicht mal ganz kurz, was machst du bei uns und warum hast du auch einen Einblick, um auch über dieses Thema zu reden? Ja, sehr gerne. Vielleicht einfach ganz kurz zu mir. Genau, ich bin der Yannick, hat der Gordon ja schon vorgestellt. Ich bin seit dem Frühjahr 2019 hier im Filmmaker-Marketing-Team und kümmere mich quasi um den Erstkontakt. Also sprich Leute, die sich vielleicht fürs Coaching interessieren, die einfach so Fragen haben, mit denen telefoniere ich, gebe denen den einen oder anderen Tipp schon mit, erzähle denen einfach mal so ein bisschen auch zu uns. Und genau, dadurch, dass ich jetzt schon seit 2019 Frühjahr hier im Team bin, habe ich schon sehr viele Gespräche geführt. Ich führe so im Schnitt so 50 Gespräche im Monat mit Kreativen und habe da einfach so ein gewisses Muster erkannt. Also sprich eine gewisse Struktur, es wiederholen sich immer wieder die Hürden von den meisten Kreativen und genau, deshalb bin ich heute hier. Genau, und wir haben uns überlegt, wir sammeln das einfach mal, diese Probleme, weil es sich wirklich sehr, sehr häufig wiederholt und dachten, wir geben euch das jetzt einfach schon mal mit und haben das mal hier aufgelistet, haben ein paar Notizen gemacht und ich würde sagen, Yannick, start einfach mal mit dem ersten Problem. Ja, sehr gerne. Also ein Problem, was immer wieder aufkommt, ist falsche KPIs. Beziehungsweise viele Filmemacher oder Kreative in der Branche, die denken, sie brauchen erstmal hunderte von Likes, Followern, whatever, einfach um auch an große Aufträge ranzukommen. Ja, das merke ich immer wieder. Ja, ich brauche erstmal eine gewisse Reichweite, bevor ich auch wirklich an so Kundenaufträge, ja, bevor ich da überhaupt eine Chance habe. Ja, das ist ja auch das Thema Social Media Marketing, organisch versus bezahltes Social Media Marketing, zum Beispiel Paid Traffic. Das ist auch so ein Punkt. Was sagen die Leute denn dann immer so zu dir? Also, ich meine, sie legen den Fokus auf diese Followerzahlen. Wie genau äußert sich das? Genau. Also viele Kreative wissen nicht, dass Follower Follower sind und Kunden Kunden. Ja, also ich telefoniere mit Leuten, die sagen, ich habe 170 oder 200.000 Abonnenten, aber keinen Kunden. Wie kann das sein? So, und das, ja, ist ein sehr interessanter Punkt. Wiederum andere, die vielleicht 200, 300 Follower nur haben, die haben davon sehr viele Kunden und stehen an einem ganz anderen Step wie der mit den 200.000. Genau. Es ist auch, dazu habe ich ja schon mal ein anderes Video gemacht, auch ja so ein Punkt, wenn du organische Reichweite aufbauen willst, das besteht daraus, dass du ganz viel postest, du sammelst Likes, genau, du sammelst Follower und dann hast du irgendwann nach einer gewissen Zeit irgendwie so eine gewisse Community, so eine große Community und da müssen dann aber auch erstmal Kunden dabei sein und was man auch, was viele vergessen ist, wer liked denn Bilder, kreative, schöne, gut gegradete Bilder und Videos? Andere Videografen, andere Fotografen und Filmemacher. Und das Problem ist, du willst ja nicht andere erreichen damit, sondern du willst ja Kunden erreichen. Und wenn du eine Werbeanzeige zum Beispiel schaltest auf Social Media, dann ist egal, ob du 5 Follower hast oder 500, du machst und auf einmal sehen dich 10.000 Leute. Und du kannst da deine Message auch sehr viel gezielter. Du kannst da sagen, ich will genau, dass dieses Video viele Leute sehen. Weil in diesem Video rede ich über den Vorteil, den der Kunde hat, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Statt ein Bild, was irgendwie schön aussieht, aber am Ende den Kunden auch irgendwie mit, ja, vielleicht sogar mehr Fragezeichen zurücklässt als vorher. Ja, definitiv. Genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wir haben den nächsten Punkt auf der Liste. Genau, erzähl einfach mal was dazu. Genau, das ist ein sehr interessanter Punkt und zwar habe ich da jetzt einfach mal so als Überschrift Veränderung aktiv angehen. Also das ist auch ein Punkt, der immer wieder aufkommt. Man kann sich das im Prinzip wie so ein Teufelskreis quasi vorstellen, also sprich ein Ablauf, der sich immer wiederholt. Man hat einmal oben im Teufelskreis den Punkt keine Kunden. Ja, in dem Moment, wo man keine Kunden hat, hat man natürlich kein Budget, ja, man verdient nichts, hat dafür sehr viel Zeit und hat ein sehr großes Interesse am Marketing. Ja, das ist quasi der obere Punkt. Und der untere Punkt vom Teufelskreis ist quasi, jetzt habe ich einen Kunden, der vielleicht über eine Empfehlung zustande gekommen ist und habe vielleicht jetzt gar nicht den Bedarf oder sehe den Bedarf gar nicht. Ja, obwohl der Bedarf natürlich da ist. Aber dennoch denken viele Leute dann, okay, jetzt ist ja ein Auftrag da, hat ja geklappt und fokussieren sich komplett darauf und konzentrieren sich gar nicht darauf, was ist denn, wenn der Kunde jetzt vielleicht nicht mehr da ist. Ja, und oder wenn der nächsten Monat nicht mehr so läuft. Ne? Definitiv. Und da haben sie natürlich dann keine Zeit, weil sie den kompletten Fokus da reinstecken. Ja. Genau.
Deswegen ist das so ein Teufelskreislauf und es führt auch zu so Schwankungen. Also jeder von euch, der das vielleicht kennt, dass er sagt, okay, ich habe einen Monat so übertrieben viel zu tun, im anderen Monat irgendwie gar nichts. Danach träufelt so langsam mal wieder irgendwas rein. Das ist ja keine Stabilität, auf der man jetzt irgendwie ein Business aufbauen kann, wo man auch sagen kann, vielleicht hole ich mir mal Mitarbeiter, weil du hast ja keine richtige Sicherheit. Ne? Das ist ja, und durch diese Schwankungen entsteht eben, also, beziehungsweise der Teufelskreislauf und diese Schwankungen, die sind hängen dann natürlich eng miteinander zusammen. Und wir merken das ja auch, dass die Leute teilweise über ein komplettes Jahr verteilt immer mal wieder zu uns kommen. Da, genau, da hast du ja auch Erfahrungen gemacht. Ja, die durchlaufen einfach die verschiedensten Steps. Meistens sind die Leute quasi an dem Step, ich habe gerade keine Kunden. Hatte zwar letztens noch einen, aber jetzt habe ich gerade keinen Kunde. Was soll ich machen? Und ja, das... Wir hatten da ja mal ein Szenario, vielleicht da mal... Genau, das waren zwei Jungs. Die haben sich bei uns beide gemeldet und dann hieß es, ja, da ist noch ein Auftrag, der aussteht. Wir warten den jetzt einfach erstmal ab und auf einmal haben sie halt den Auftrag glücklicherweise bekommen. Und auf einmal war einfach dieses Bewusstsein für die nicht mehr da, dass sie sagen, okay, ich muss mich jetzt noch um weitere Kunden kümmern, beziehungsweise was passiert, wenn der Kunde nicht mehr da ist. Ja. Genau, die beiden haben das dann, den Auftrag, ja, umgesetzt und dann kam quasi das Down, sprich jetzt war kein Kunde mehr da und auf einmal lief es so schlecht, dass der eine sogar eine Festanstellung annehmen musste. Die haben dann sich ein halbes oder dreiviertel Jahr später bei uns gemeldet und gesagt, ey, pass auf, der Kollege von mir, der musste schon eine Festanstellung annehmen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Können wir da jetzt doch nochmal drüber sprechen. Und das Interessante daran ist, daran sieht man auch diesen Kreislauf. Ja. Es waren ja jetzt nicht zwei Kontakte. Genau. Der erste, da war der Kunde da oder so ein bisschen, der Kunde war da, das Interesse am Marketing war so ein bisschen da, aber noch nicht so dieser hohe Bedarf, der einen jetzt dazu führt, dass man mal dazu verleitet, aktiv zu werden. Und dann war direkt der zweite Kontakt so, oh, jetzt ist hier Land unter, sondern es waren sehr viele Kontakte. Wir haben immer wieder mit denen gesprochen, immer mal wieder haben sie sich auch aktiv gemeldet oder wir haben uns nochmal gemeldet, nochmal gefragt, wie es so läuft. Und es war immer wieder diese Berg- und Talfahrt, die wir da gemerkt haben, bis halt die Titanic am Ende fast untergegangen ist. Genau, dann haben wir noch einen dritten Punkt auf der Liste. Finde ich auch immer ein sehr spannender Punkt. Da hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das so krass ist. Aber du erzählst mir da ja immer wieder, was ich auch sehr spannend finde. Genau, erzähl mal was zu dem dritten Punkt. Ja, und zwar ist das Thema falsche Selbsteinschätzung. Immer wieder bekomme ich es mit, dass Kreative dieses Problem haben, dass sie sagen, okay, reicht meine Qualität beispielsweise? Ja? Wiederum andere sagen, okay, kann ich dafür wirklich mehr verlangen? Ja, ich habe zum Beispiel diesen Tagessatz jetzt schon seit, keine Ahnung, 350 Euro, seit 10 Jahren und kann ich dafür jetzt wirklich mehr nehmen? Ja, das ist einfach das Thema Konditionierung. Da hat der Gordon auch ein interessantes Video drüber gemacht. Ja, ansonsten, was da ja auch noch mitspielt, ist das Thema, oder fragen wir mal so, was ist denn das, was die Leute dir dann sagen, wie wollen sie das Problem denn lösen? Also sie haben jetzt ja schon irgendwie auch einen Lösungsansatz zu diesem, meine Qualität reicht noch nicht aus. Das finde ich auch immer sehr spannend, auch ein großes Problem. Also die meisten denken, okay, sie haben ein gewisses Portfolio oder haben vielleicht ein Portfolio schon aufgebaut und denken, okay, ich mache einfach noch mehr Portfolioarbeiten, weil das erklärt dem Kunden ja oder das verkauft dann am Ende noch mehr. Aber das Interessante ist, dass genau das Gegenteil da passieren kann, weil es kann vielleicht beim Kunden noch viel mehr Fragen aufwerfen. Vielleicht, warum arbeitet ihr jetzt auch noch zum Beispiel für die Branche und für die Branche, dann ist er ja vielleicht doch nicht der richtige Ansprechpartner für mich. Und also wie gesagt, ich höre das immer wieder und es wiederholt sich einfach. Ja, und es ist eine falsche Selbsteinschätzung auch dahingehend. Also wir merken das, wir haben ja einen Vergleich. Das Ding ist, wir sehen die Qualität von jemandem und da wir jetzt schon mit über 100 Leuten gearbeitet haben, können wir diese Art der Qualität von Videos einordnen mit anderen oder vergleichen mit anderen, die für diese Qualität schon das 3-, 4-, 5-fache verdienen oder überhaupt damit loslegen. Es gibt ja teilweise Leute, die haben echt gute Qualität, sind sehr perfektionistisch und gehen deshalb nicht an den Start und sagen, ey, ich darf noch gar kein Geld dafür nehmen. Wo wir sehen, ja, aber der Kollege daneben an, der ist vielleicht sogar, hat er eine Qualität, die vielleicht noch ein bisschen darunter ist. Ja. Aber der ist schon richtig im Geschäft. Und das ist einfach so diese falsche Selbsteinschätzung. Ja, und was du ja auch gesagt hast, dieses Thema Konditionierung. Ne? Genau. Das ist ja auch wieder, das zeigt sich in so vielen Facetten. Das ist ja dieses, seit Jahren dieser Tagessatz, also seit Jahren wollen die Kunden mich im Preis drücken. Ich bin einfach konditioniert und gewohnt, dass es immer wieder passiert, statt vielleicht mal zu hinterfragen, vielleicht mache ich ja irgendwas falsch. Weil man muss sich eigentlich fragen, gibt es irgendjemand auf diesem Planeten, der dieses Problem nicht hat? Irgendjemand auf diesem Planeten, der mehr für ein Video nimmt? Irgendjemand auf diesem Planeten, der in meiner Stadt auch B2B-Kunden, das ist ja auch so eine beliebte Aussage, bei uns in der Stadt haben sie keine Kohle. So, genau. Wenn man sich dann die Antwort beantwortet, ja, da gibt es jemanden, dann weiß der ja eigentlich, okay, der limitierende Faktor oder das Problem ist man vielleicht selber, weil man selber irgendwas anscheinend falsch macht.
Ja. Und das ist so ein Bewusstsein, was dann vielen so ein bisschen verloren geht, weil es einfach sich immer wiederholt. Ne? Sie erleben es immer wieder und haben sich damit so ein bisschen abgefunden. Definitiv. Okay, super. Danke für die Einblicke schon mal. Ja, wie gesagt, der Jannik spricht mit sehr vielen Leuten und wahrscheinlich, ich merke das ja auch, wenn du dann zu mir kommst und sagst so, ey Gordon, ach, schon wieder dieses Problem. Es ist ja ein bisschen frustrierend auch, wenn man immer wieder Personen sieht, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Deswegen so einfach mal an die Community gerichtet. So, was würdest du den Leuten so mitgeben aus deiner Perspektive? Ja, sehr gerne. Genau, danke erstmal. Und im Grunde genommen, ich habe jetzt gerade einfach mal so drei Hauptpunkte genannt. Wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Bereich ist, wo du sagst, ja, okay, das sehe ich vielleicht genauso oder habe vielleicht da auch schon mal so drüber nachgedacht. Also ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, das ist vollkommen normal. Wie gesagt, ich spreche mit 50 Leuten so im Schnitt im Monat und es sind immer wieder kerne Faktoren, wo die Leute sagen, okay, ja, das kann auch, ist das normal? Ja, das ist auch immer oft eine Frage, die ich höre. Ist das wirklich so normal, wie es bei mir ist? Und ja, ich kann in den meisten Fällen sagen, nein, das ist nicht normal. Wir können da sehr gerne auch mal drüber sprechen. Also du kannst einfach mal, vielleicht bei Instagram, wir haben zum Beispiel jetzt die Luna neu im Team, die kümmern sich bei uns um Social Media. Kannst du ganz gerne auch einfach mal bei Instagram uns vielleicht eine Nachricht schreiben. Können wir dir auch gerne direkt mal Feedback zugeben. Oder du, genau, rufst uns einfach mal an. Unsere Telefonnummer wirst du ja wahrscheinlich auch haben. Und genau, kannst du einfach mal melden, dann können wir beide auch mal gerne miteinander sprechen. Und da kann ich dir auf jeden Fall den einen oder anderen Tipp mitgeben. Ansonsten, wie immer, geht gerne auf www.filmmaker-marketing.com, tragt euch da gerne ein für ein Gratis-Coaching oder einfach auf unseren sozialen Netzwerken, Instagram, TikTok, einfach mal reinschauen. Auch auf YouTube haben wir viele Videos noch zu den einzelnen Zwischenthemen, die wir gerade besprochen haben. Und ja, danke fürs Zuschauen. Danke auch nochmal an dich, Jannik, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.